Yo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal was Neues wieder. Also ich bin ja gerade so am Ausprobieren für eine Alternative von GeoGesser. Und deswegen spielen wir Hide and Seek World. Ja, das habe ich ähm, online gefunden. Es hört sich irgendwie ganz witzig an. Es ist auch so Richtung halt, wie du irgendwo auf der Welt bist. Aber irgendwie so Hide and Seek-mäßig. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ich habe... Ähm, wollte mir das auch nicht so genau drin durchlesen. Ich wollte es einfach jetzt hier in der Folge erfahren. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Man muss ja auch so irgendwie so, ein, so, ein, so eine Art irgendwie aussuchen, was man sein soll. Ich habe jetzt da so einen Stein genommen. Weiß ich noch nicht, was das genau heißt. Jetzt gibt es hier verschiedene Game-Modes. Entweder Classic Hide-and-Seek, Find Wally, King of the World. Dann würde ich sagen, einfach fangen wir mit dem Classic Hide-and-Seek an, damit wir es erstmal kennenlernen. Find your friends in different countries and explore the world with Google Street View. Gehen wir da rein. Join the public game, host private public. Wollen wir rein? Everyone hides somewhere in the world map. Turn by turn players are seeked using street view as a clue. New round is started or winner with most points crowned. Okay. Ich schätze mal, dass es dann einen Sucher gibt. Achso, ich muss jetzt mir den hinziehen. Und hier sieht man überall wo wo man denkst, ich verstecke mich hier irgendwo in Europa. Geh nach geh hier hin. Nach Guspini möchte ich. Hier irgendwo. Oh, zum Lidl wollte ich eigentlich, aber egal, wir machen hier. Wir nehmen die Dings. Wir haben uns jetzt da versteckt. So, das kann ich jetzt irgendwie waiting for other players to finish turn. Okay. Alle müssen sich verstecken. Es fehlt keiner mehr. Jetzt warten wir alle jetzt. Guess where my MC Gorilla is. Hiding click on the map once you are ready. Okay, das sieht mir nach Island aus. Was ist das denn? Hier oben Toggle Map Style. Äh, nee. Wieso ist hier so ein X? Not bad. So, jetzt gucken, gessen wir alle sein. Okay. Ich sag einfach Island hier. Super far. Ah, es war irgendwo da unten. Und dann gibt's Punkte. Wer näher dran ist, okay. Und wie gab's jetzt irgendwie welche für. Für ihn, weil er sich gut versteckt hat oder sowas. Also ich finde das, das ist übel cool. Aber ich bin übel schlecht gerade noch. Aber das kann ja werden. Das macht bisher übel Bock. Walton. five Trail. Private Road. Ich könnte mir jetzt erstmal so Kanada vorstellen oder so. Not bad und close. Man kann erst die anderen sehen, wenn man durch ist, ne? Kann ich kann nicht weitergehen. Ach man. Okay. 200 Punkte. Und er kriegt... oder hat er die noch? Von vorher. Okay, ich bin auch relativ weit hinten mit meinen... Was steht hier? Sozialhilfeverband. Bruck. Mürzzuschlag. Ist es ist irgendwo... Hallo, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ist es ist irgendwo im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall. Ihr Partner in der Region. Hey! Also mir macht das übel Spaß, muss ich sagen. Obere Berggasse.at, wir sind in Österreich, in, in Graz. Ich habe nichts gegisst. Ey Mann, ich bin so blöd. Warum? Jetzt suchen die mich es. Hä? Nee, doch nicht. Ich bin so blöd, ich hätte es so haben können, ne? Ich einfach zu spät gegessen. Oh, wir sind mitten im Nirgendwo. Ich sag einfach hier oben, Schweden. Not bad. Warte mal, und der ist wirklich da. Ach so, man sieht das Instant. Okay, jetzt habe ich das erste Mal auch so früh gegessen, dass es da nicht instant vorbei ist. Ähm und dann sieht man auch. Not bad. Ich bin ganz schön weit weg, aber ich weiß gar nicht, wie die Punkte entstehen, die man kriegt. Ob das mit dem zusammenhängt... Äh, also... Äh, er hat jetzt 471 Punkte, kriegt er auch. Kriegen das einfach die, die am nächsten sind oder so? Ich habe keine Ahnung. Das sieht mir nach Südamerika im ersten Moment aus. Ey, mich nervt das immer noch mit Österreich, ne? Irgendwie ist das Fortbewegen nicht so nice. Gerade gewesen, aber oh, jetzt geht's. Es kann auch ja an der an dem an der Location liegen. Dass das da dann halt nicht so gut ist, aber keine Ahnung. Es, es ist gar nicht so leicht. Ne? Also es ist halt wie Geogesser, ne? Nur dass da halt so. Äh, dass die Leute das entscheiden, wo es ist. Das finde ich irgendwie ganz witzig. Ich habe die anderen Spielmodi noch nicht getestet. Das werde ich auf jeden Fall auch noch machen. Super close bin ich. Ich bin sogar am nächsten dran. Ich habe halt aber erst 700 Punkte, ne? Jetzt haben wir immer noch welche weniger als ich. Ist das hier auch die Reihenfolge? Ja. Sieg. Hier oben ist auch immer der, der am höchsten ist. Warte mal, stand da nicht, dass da 20, 2 bis 20 Leute spielen? Oder ist das halt so ein Match, was einer erstellt hat, wo dann nur 7 rein können? Weil 20 Leute wäre glaube ich echt zu viel. Weil du musst ja von jedem auch die Map dann spielen. Äh, hier sind die Map. Was ist denn hier los? Warum gehe ich noch da und dann dreht sich um? Ja, man kann hier schon wieder nicht weitergehen. Alter, da ist das Buggy. Ist auch irgendwo in Dänemark hier. Bam. Um. Los, wo war's? In Norwegen. Und ich bin schon wieder am nächsten dran. Langsam hole ich auf, ne? Aber es kommt ja noch ein eigener Hiding Spot. Achso, die suchen jetzt. Warum darf ich nicht irgendwie mal mitgucken? Was ist denn hier los? Ups. Bin jetzt hier auf Google. Maps gelandet. Das war nicht mit Absicht. Mal sehen, ob die es finden. Not bad, wo ist der erste? Was? Das nervt hier total, dass das in der Mitte ist. Na, Türkei. Netland. Oh, uh, hier ist einer close. Oh, einer ist drauf. Oh, hier auf. Ne? Ich schon wieder vergessen, wie das ist. ist. das Sardinien? Ja, ne? Ich habe gar keine Punkte bekommen. Oh. Ach, Runde 1 von 2 steht da oben. Ach, wir, wir müssen, dürfen uns nochmal verstecken. Das ist cool. Was halt übel Assi ist, ist hier überall, ne? Gucken wir uns mal ich kann nicht. Wo waren das? Oh, da. Da findet sich halt keiner, ne? Wieso geht das nicht? Ich kann nicht da rein. Welches Symbol muss es denn haben? Es geht nicht. Weg da drauf. Es geht nicht. Jetzt habe ich keine Zeit mehr. Okay. Das kann doch keiner erwarten. Habe ich es eingeloggt? Es nee, wurde jetzt nicht eingeloggt, weil ich so ein Dulli bin und schon wieder ewig gebraucht habe. Ach nee, ne? Ich hoffe. Das hat funktioniert. Weil wenn nicht ist ja übel dumm. Ich habe aber nicht eingeloggt. Aber ich war halt wenigstens da, ne? Soll ich mir vielleicht auch hier angewöhnen, dass ich automatisch was anklicke. Ich habe hab keine Ahnung, wo es ist. ich das Linksverkehr ist, ist natürlich auch schon so ein paar Sachen. Äh. Dings und ich würde vielleicht so Richtung Kenia hier gehen. Not bad. Was? Was? Hier unten? Ja. Ich hatte auch Südafrika kurz überlegt. Aber ich dachte, es sieht da anders. Nicht so aus, ja. Ich hoffe einfach, dass, mein, dass meine Map funktioniert hat. Das sieht mir aber nach rechtsverkehr aus. Iglesia. Ja, Sana Doktoria oder sowas. Hm. Ist das... Boah, das ist schwierig. Ich wäre... Oh, warte mal. Ich wäre irgendwo in Süd... Hier Powerade. In irgendwo in Südamerika wäre ich gerade. Oh, ich muss mich beeilen. Ah, Kolumbien wird's wieder. Hat gezählt. Okay, man muss nicht einloggen, muss nur irgendwo draufdrücken. Wo war's denn? Ah, in Guatemala. Das hier sieht mir nach ähm, Thailand aus. Ich habe einfach Angst, dass ich oder halt so die Richtung Thailand. Ne, ich habe einfach Angst, dass ich nichts einlogge. Deswegen habe ich jetzt schon mal was gedrückt, einfach so als, als Absicherung. hier sieht irgendwie aus wie malaysia so also so ähnlich steht da was ja so lean station aber irgendwie ist es auch also es ist nicht die typische schrift da in südostasien ist alles so auf englisch gehalten Oh Mann, ich will die Zeit... Ich check das gar nicht. Ist das... Äh, ist das... Zählt das nicht so laut runter oder bricht der schon früher ab, weil alle irgendwie schon was eingeloggt haben? Ich check's noch nicht so. Okay. Kann ich immer noch nicht sagen, wo wir sind. Ja. Es ist, wenn das wirklich mit 20 Leuten geht, ne? Wenn das ist ja ewig, vor allem wenn es auch so zwei Runden sind. Ich hab nicht so wirklich Ahnung, ich würde hier in der Gegend so sagen, weil ich hier Iran. Not bad. Ich hole auf, ich bin mittlerweile dritter. Aber die anderen beiden sind so weit weg, ne? Man müsste mal überlegen, wie viele Punkte ich noch hätte. Hätte ich, hätte ich Dings gedrückt, ne? Äh, hätte ich bei Österreich nochmal gedrückt. Oh nee, ne, ne? Frankreich-Flagge? Oh, ne, Nordmazedonien. Der dachte, er ist ganz schlau und geht nach, nach Nordmazedonien hier irgendwo an der Grenze wahrscheinlich. Ich würde aber nicht in der Hauptstadt gehen, würde ich hier so sagen. Ja, genau, mittig. Ähm, er denkt sich, ja, ich gehe nach Nordmazedonien. Das erwähnt eh keiner, es kennt gar keiner. Und dann ist dann einfach einen Meter weiter die Flagge zu sehen. Das ist natürlich bitter. Ich glaube, wenn mein Standort eingeloggt wurde... Dann kann den eigentlich keiner raten. Das ist so OP okay, da oben. Und das ist ja auch schlau, was sich, was Gutes auszudenken. Weil du kannst ja in deiner Runde keine Punkte machen. Und dann sollen die anderen ja auch möglichst wenig Punkte sich holen. Und deswegen muss man was richtig Schweres nehmen. Hier unten ist auch ein Kompass, fällt mir gerade mal auf. Und links. Ja, 3000 Punkte halt, ne? 700 müsste ich jetzt holen. Aber ich habe keine Ahnung, wo es ist. Es ist wieder mitten im Nirgendwo. Ey, ich will mal aufs Kennzeichen gucken. Sieht. Was? hätten's Safe nicht. Da oben war doch noch Zeit. Ich hasse es so, ne? Ich weiß nicht, ob ich da gegessen hätte, vielleicht. Aber ich check's nicht. Die Zeit, die ist total random, oder? Oder bin ich blöd? Ich hab doch hochgeguckt, da stand da noch neun. Und dann wollte ich so langsam, wollte, wollte ich von dem Kennzeichen weggehen. Und dann fühlt sich was vorbei. Also, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Oh mein Gott, wie ist er so nah ran? Man kann sich doch safe nicht mal bewegen da. Foodie ist richtig gut. Der ist ja auch der beste. Obwohl gerade ist er nur noch zweiter, aber ist immer noch zweiter. Woody ist ja so gut und der andere hat auch nicht schlecht gegessen. Das ist crazy. Und ich bin noch vierter geworden. In Level 2, Level Up. Final Results. Okay. Exit Game. Kann ich jetzt nochmal spielen einfach, weil okay, hier steht immer 2 bis 20, ne? Ich möchte das gerne nochmal machen. Das hat übel Bock gemacht. Nur ich habe halt, halt ähm, Anfang nicht so gecheckt. Jetzt sind wir nur zu 6. Und dann habe ich oft verkackt durch, durch sowas wie immer schön so einen einzelnen Punkt nehmen. Äh, habe ich verkackt durch sowas wie. Dass ich nicht richtig nicht, nicht gegessen habe. Das ist natürlich selten dämlich. Ich weiß halt nicht, wie wo ich hindrücken muss. Ob ich mit der Maus. Das ist so dumm, wenn das nicht geht. Manche Stellen kann man ja einfach nicht ziehen. Yo. Das ist OP. Okay. Aber gut, da kann man natürlich denken, so, dass es so, da oben so ist, ne? Kann man sich denken. Aber es könnte halt genauso irgendwie. Irgendwo anders, sein, wo Schnee liegt, keine Ahnung. Warum gehe ich jetzt wieder zurück? Was noch fehlt, ist wie bei Geogässer, dass man wieder so zum Spawn zurückgehen kann. Das würde mir noch gefallen, wenn das hier wäre. Aber sonst ist das schon ein, schon ein sehr cooles Spiel. Ich mache jetzt hier einfach Thailand irgendwo. Oh, ich bin nicht schlecht dran. Warte mal, aber der eine hat ja hier eine Punktlandung gemacht. Nee, nicht ganz. Aber auch krass von hier, Julia. 160 Kilometer. Hier ist richtig gut. Ach, hier steht auch die Reihenfolge. Heiler 1, Heiler 2. Das habe ich, hab ich noch gar nicht gesehen, gehabt vorher. Wüste, so sehr trocken, sandig, ne? Hm. Weiß ich jetzt noch nicht. Darüber konnte ich nicht gehen anscheinend. Uh. Wo sind wir? Ich muss langsam mal gessen. Ich will so in Richtung Afrika gehen. Äh, guck! Das kann nicht sein. Nee. Da oben war noch Zeit. Safe. Ich habe es hundertprozentig gesehen diesmal. Vorher war ich mir nicht immer hundertprozentig sicher. Aber da habe ich safe gesehen. Stand noch zehn Sekunden. Dann bin ich auf der Map gegangen. Hab hier gedings und dann war es vorbei. Und es sind keine zehn Sekunden vergangen. Ich bin so sauer. Das muss man sich aber dann auch einfach merken. Oder ist es so? Weil ich habe, glaube ich, gerade gesehen, sobald der. Nee, der hat es noch nicht gegessen. Was ist denn hier eigentlich los? Müssen die Dings weggegangen? Egal, ähm, das sieht mir übel so nach England, Schottland, Co. aus. Das, das man muss einfach sich merken, jetzt hier einfach früher gessen, bevor es ist. ist Frankreich? Komm, so. äh, man muss vorher essen, bevor die Zeit abläuft. Einfach, also, <laughs> bevor die Zeit so 10 Sekunden erreicht, dann hat das einfach random aufgefühlt. Also, Immer früher gessen, mache ich jetzt. So, man kann sich an, auf die Zeit oben nicht verlassen, richtig. 20 Sekunden vorher gessen. 20 Sekunden vor Ende. Muss also dann, dann das machen, was ich eigentlich sonst bei 10 oder bei 8 gemacht habe. So ganz hektisch irgendwo draufdrücken halt. Weil es kann an jedem Moment vorbei sein. Das ist aber auch schon wieder mitten im Nirgendwo aber das ist halt hier so das das hasse ich ja eigentlich bei GeoGesser, aber hier ist es halt smart, ne? Es wäre vielleicht auch cooler, wenn man so eine ne Sache macht. Oh nee, ne. Da da wäre was zum gucken. Oh, ich habe nur nicht eingeloggt. Nein, nein, ich bin so blöd. Ich sage bei 20 Sekunden gessen und ich mache es nicht. Ich checke es nicht. Was ich Ja, äh, Junge, ich hätte da Scheiß drauf, Alter. Suchen jetzt meinen. Ja. Mann, es ist. Ich, ich sage mir selber hier: 20 Sekunden sollst du einloggen. Und was mache ich? Ich logge nicht ein. Oh mein Gott! Wo ist er? 96 Kilometer. Ich muss mir merken. Nee, ah, der war erster. Sonst, äh, äh, mein. Ach. Es ist crazy. Wie nah die dran waren. Ich bin einfach letzter jetzt, weil ich einfach nicht gesse. Es ist so dämlich, aber ich. Ich bin halt äh, äh, so auf, auf dem letzten Drücker, das will ich das machen. Es geht halt hier nicht. Das wusste ich am Anfang hier nicht, jetzt weiß ich es, aber verkacke es trotzdem. Hier ist ein Schild. Wehe. Nein. Oh, warte mal. Hier steht ja auch was drauf. Warte mal. es Was steht da? Punkt EE. Was ist denn EE? -E? Ja, aber hier steht Riga. Nee, ich wurde wegen Inaktivität vom Match rausgeworfen. Ich hab doch gegessen. Weil ich vorher vergessen habe zu gessen und diesmal habe ich gegessen, aber es war wieder die Zeit. Ach man. Es kann nicht sein. Ich finde so also, das Spiel richtig cool. Es macht übel Spaß, ne? Das, nur man muss sich dran gewöhnen, dass halt diese Zeit früher abläuft, als es da steht. Aber das ist okay. Das äh, lässt sich einrichten. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet. Ich finde es. Also, ich habe ja nur den einen Spielmodus auch bisher gespielt. Ich werde auf jeden Fall die anderen noch spielen in den nächsten Folgen. Ich nehme das jetzt erstmal äh, als das neue Format hin. Mal sehen, wie lange das bleibt oder ob irgendwie irgendwann keine Lust mehr haben. Dann gucke ich mir noch was Neues aus. Aber erstmal wird das jetzt ein paar Folgen geben. Ich werde nochmal den Modus auf jeden Fall spielen. Dann werde ich die anderen beiden noch machen. Also, das wird richtig Spaß. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da und wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao, ciao.